Wieder Schüsse und Gefechte im Umfeld des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, das von russischen Truppen besetzt ist. Wieder gegenseitige Schuldzuweisungen. Schließlich wird einer der noch aktiven Reaktoren heruntergefahren. All das geschieht, obwohl Experten der Internationalen Atomenergieagentur heute zur Inspektion der Anlage erwartet werden. In der etwa 70 Kilometer entfernten Stadt Saporischschja war das IAEA-Team heute früh Richtung AKW aufgebrochen. Generaldirektor Grossi, der die Inspektion leitet, sagte, man wisse von dem Beschuss, wolle sich davon aber nicht stoppen lassen. Ich spreche mit meinem Kollegen Tobias Dammers in Kiew. Es soll also Angriffe auf die Gegend bzw. das Gelände des AKW gegeben haben. Welche Informationen haben Sie dazu? Ja, es soll Beschuss durch russische Granaten oder Mörser gegeben haben. Das sagt der Betreiber des AKW. Und daraufhin sei auch einer der beiden verbliebenen aktiven Reaktorblöcke heruntergefahren worden, der Reaktorblock 5. Außerdem soll es Angriffe auf die nahegelegene Stadt Energodar gegeben haben. Das sagt der Bürgermeister, der ukrainische Bürgermeister der Stadt. Es kreisen Hubschrauber über der Stadt. Es gab Explosionen. Es gab auch einen Stromausfall, so der Bürgermeister. Und Kiew wirft Russland auch einen gezielten Beschuss der Route des IAEA-Teams vor, die ja extra anreisen, um die Sicherheit des AKW zu kontrollieren. Moskau weist das zurück, sagt, es tut alles, um die Sicherheit des AKW und der Experten zu gewährleisten. Und sagt auch, dass ein Sturmangriff der ukrainischen Truppen abgewehrt worden ist. Das zeigt, die Lage um das AKW Saporischschja ist unübersichtlich und zurzeit sogar gefährlich. Welche Informationen gibt es zurzeit zu der Mission? Sie ist noch unterwegs. Wo sie sich befindet, ist aber nicht ganz klar. Die russische Besatzungsverwaltung sagt, dass sich das Team der Experten bereits auf russisch kontrolliertem Territorium befindet. Es ist offenbar so, dass das Team mit Verzögerung unterwegs ist, wurde aufgehalten, möglicherweise da es Beschuss gegeben hat. Klar ist aber, dass sich das Team um den Leiter der Mission Grossi nicht aufhalten lassen möchte. Er sagte heute Morgen vor der Abfahrt noch zu Reportern, wish me luck, also wünscht mir Glück, die Welt muss sehen, was hier passiert. Tobias Dammers, damit vielen Dank nach Kiew.